Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier unterwegs mit Paladin 10, der da drüben steht, der lieben Piper, im ArcChat Systems, einem Dungeon, der voll mit diesen wunderbaren Synth ist. Und ja, wir sind im letzten Part quasi ein bisschen mit dem Lift und so gefahren, haben eine kleine Invasion dieser Synth Roboters da überwältigt und so, und nun benutzen wir den nächsten Aufzug. Also, auf geht's. Jo, nach oben. Ich sehe gerade, ich bin verletzt. Ich könnte mal, ein Momentchen, ich muss mal wieder Hilfsmittelchen und so essen und bla bla. Wo ist denn mein Gemüsesüppchen? Da haben wir es schon. Das tue ich gleich einmal, daher auf die Acht. Mein Happa-Happa-Tastichen. Essenstaste. Jetzt habe ich's. So, also einmal gegessen. Hey, wie kannst du vor mir schon da sein? Der cheatet. Ich schwöre, der cheatet. Das ist das Paladin-Upgrade, was man bekommt, ne? Wenn man zu ihm dazugehört. Dann kann man sich da überall hinschieden. Jawohl. Nein, Spaß beiseite. Boah, da draußen ist ordentlich Nebel, ne? Aber wir werden hier uns kurz... Ach so, ich Trottel, da habe ich mich ja schon mal umgeschaut. Aber, hoho, da habe ich Schlingel doch glatt ein Zahnrädchen übersehen. Pfui, böse Zocki. Hier ist doch alles weg, also haben wir alles aufgehoben. Passt. Dann gehen wir wieder raus hier. Ich mag dieses Gerät. Zum Schrott verschießen echt nicht schlecht. Aber trotzdem bin ich voll wie ein Christbaum. Hallöchen. Wir haben die Mission abgeschlossen. Wir sollen jetzt mit unserem lieben Paladin-Freund hier sprechen. Also... Paladin Dance. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ach, ich muss das bisschen, mitskillen ein bisschen mehr, ne? Also, Primas auf gut Glück. Besser. Ich finde, es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben einen Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Ja, mein Charisma ist einfach zu schlecht. Man merkt es an meiner Ausstrahlung, ne? Ich brauche auch eine Sonnenbrille, damit ich den Augenkontakt besser vermeiden kann. Ja, ist so, ne? Perfekte Körpersprache. Meine absolute Stärke. Die eines jeden Menschen, glaube ich. Das wär's. Nein, ich rede gerade, ne? Mit mir selbst und mit den Zuschauern. Also, das wär's. Brauche keine Analyse, gutes Team. Naja, ja. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Dankeschön. Nice. Dann werden wir die bald mal aufwerten. Ui, ui, schau mal Zelle, ne? 722. Da kommt Freude auf. Nehmen wir mit. Brauchst du das nicht? Danke, nicht genug. Boah, nicht nötig. Brauchst du das nicht mehr? Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ja, weil ich ihn damals verloren habe. Ich bin überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. Aha. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Boah, ne? Der flirtet ganz schön mit uns. Puh, das ist eine Entscheidung. Sollen wir die jetzt auf die Schnelle machen? Deine Erwartungen unsicher. Nicht beitreten, beitreten. Puh. Ich meine, wenn das ungefähr so abläuft wie bei Skyrim, ne? Ich vergleiche es am liebsten damit, weil ich mit der gesamten Art bei Skyrim einfach die besten Erfahrungen gesammelt habe, sage ich jetzt mal. Da gab es ja auch mehrere Fraktionen, sofern ich mich noch richtig erinnere. Also ich möchte mich ehrlich gesagt noch nicht festlegen.
da das Spiel für mich ja blind ist. Du bist ganz schön still. Ja, ich muss denken, weißt du, bei mir als Frau, also bei mir halt, ne, persönlich, dauert es halt ein bisschen länger. Die Zahnrädchen, weißt du, 200 Jahre alt, ne, die gehen nicht mehr so gut. Ich habe sie auch vergessen zu ölen, ich gebe es ja zu. Deine Erwartungen, unsicher, nicht beitreten, fragen wir mal blöd weiter, ne? Was wären meine Aufgaben, wenn ich beitrete? Du würdest meinem Kommando unterstehen. Mhm. Und ich erwarte, dass du meine Befehle befolgst. Aha. Keine Söldnerarbeit mehr, sondern eine echte Aufgabe. Du hättest Zugang zu fortschrittlichen Militärwaffen. Mhm. Außerdem würdest du eine eigene Powerrüstung erhalten. Mhm. Am wichtigsten ist jedoch, dass die ganze Bruderschaft hinter dir steht. Bereit, ihr Blut zu vergießen, um dein Leben zu retten. Das Angebot steht noch. Können wir auf dich zählen? Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Ich weiß nicht. Ich halte dir den Rücken frei. Ganz egal, wessen Zielkreuz du da drauf malst. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Ah, sehr gut. Das war gut. Ruf zu den Waffen. Haben wir abgeschlossen. Ja, super. Hurra, hurra. Das Blöde ist nur, wir können nichts mehr schleppen. Also wirklich, da ist Ende im Gelände. Kehre zum Polizeirevier zurück. Ach so, wenn wir uns dann für den Paladin oder so entschieden haben, oder was? Gibt's da irgendwas zum Umschießen? Ich brauche Platz. Ah, wir können wieder was reinschmeißen, ne? Alles ablegen. Das ist aber jetzt im Gerät drinnen eigentlich, ne? Da werden auch nicht alle Sachen benutzt, nehme ich mal an, ha? Huh? Mein Inventar. Alles nehmen, aha. Wahrscheinlich dann von hier darüber wieder, ne? Da nach da wird wahrscheinlich, oder doch? Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich bin eh überladen, okay. Wenn es doch nur eine Und? Verwendung für das Zeug geben würde. Du trägst zu viel rum. Ja, das habe ich schon befürchtet gehabt. Fünü. Ich mache das wahrscheinlich wieder mal ein bisschen zu umständlich. Na freilich, ich kann den... Ja, warte. Warte. So, jetzt nochmal. Alles ablegen. Okay, dann nimmt das halt nicht. Da müssen wir... Okay, das ist ja voll gemein. Sortieren. Achso, mit Laden. Einfach so. Mein Gott, na. Ja, müssen wir da alles durchgehen, ne? Extra. Dann gehen wir mal so. Zack. Einfach nur in der Hoffnung, dass ich vielleicht... Nein, vergiss es. Das bringt sich nichts. Ich sehe gerade, das bringt sich nichts. Ja, ist irgendwie logisch wieder, ne? Das ist kacke. Ich brauche dringend Möglichkeiten. Ich nehme das alles aus dem Dingens da raus. Ich brauche dringend Möglichkeiten, wo ich... Hey. Wo ich mehr Sachen tragen kann. Ich habe eh schon mit Taschen und so gearbeitet. Warte. Da gibt es nämlich auch was. Einen Moment, muss kurz was nachschauen. So. Also. Genau, da kann man jetzt, das habe ich nämlich, ich muss mir mal bedanken, ne? Als erstes einmal vielen lieben Dank für die vielen, vielen Tipps, die ihr mir da schon zukommen habt lassen. Ja, durch eure Erfahrungen und so, die ihr schon sammeln konntet im Spiel, ich nutze da jetzt mal ein paar Sachen. Zum einen auch mein Inventar, ne? Ich Depp habe ich nicht gewusst, dass man mit A und T und so und den Pfeiltasten hin und her, dass man da gleich quasi, sag ich jetzt mal, gebieteweise durchs Inventar schreiten kann. Ne? Und zum anderen möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei unseren Neuzugängen bedanken und auch herzlich willkommen heißen vor allem. Willkommen in unserem Dream Team, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt, sag ich mal, dass ihr uns gefunden habt und wir alle hoffen, dass ihr euch bei uns wohlfühlen werdet. Wir werden auch unser Bestes geben, das hinzubekommen. So, das zudem. Genau, ich glaube, ich darf ich überhaupt noch was ablegen. Warte, Munitionsschrott, da. Alles nehmen, also von ihr wieder rüber. Alles, also lagern. Ja, können wir wieder nur einzeln, ne? Verflixt, das geht einfach nicht. Sie ist zu voll.
irgendwas, nein, zerstören können wir. Ja, ich könnte was hinschmeißen. Nein, das geht nicht, ne? Man kann es nicht zerstören, man kann es nur aufheben. Käse, verdammt. Einen Moment, ich muss nochmal kurz Karte schauen. Was wäre denn in der Nähe? Na, du, na, servus, Kaiser, ne? Ha, ha. Hier geradeaus, ne? Ja, Schnellreise geht nicht, ne? Entschuldigung, ich habe da markiert, ne? Ich habe da markiert, wie sich das anhört. Ich bin ja kein Hund. Ja, dann müssen wir halt wieder latschen, ne? Supi! Dann müssen wir latschen. Ich hätte es doch markieren sollen. Entschuldigung. So, ich habe keine Ahnung, wo es am geschicktesten ist, hinzugehen. Höchstwahrscheinlich da runter, ne? Müssen wir bis daher hatschen, da runter. Die Brauerei, das ist halt echt weit zum Hatschen. College Square. Wäre ja eigentlich wurscht, ne? Markieren wir das mal. Wäre ja eigentlich wurscht, wenn die da irgendwie eine Werkbank... Ich weiß, die haben eine Werkbank. Wenn die da sowas haben, ist es ja egal. Boah, das ist fast gar nichts mehr, ne? Ich werde auch mal die Waffe wechseln. So, das ist jetzt ruhiger. Haben wir hier... Ja, ich nehme die Pistole. Moment. Skillen, glaube ich, kann ich momentan nichts, was ich weiß. Doch, tatsächlich. Oh, ein Level up! Und ich weiß schon, wofür ich es brauche. Ich brauche es unbedingt für Durchschlagskraft. Ich muss es nur rausfinden. Warte mal, Wahrnehmung war jetzt, glaube ich, mit Schießen und so, ne? Bewusstsein, Umgebung, sechster Sinn, Waffenpräzision. Da gibt es sicher Langfinger, warte mal. Gewehrschütze. Angriffe mit nicht-automatischen Gewehren versuchen 40% mehr Schaden und ignorieren 15% der gegnerischen Rüstung. Jawohl. Stimmt, ich habe es nicht weitergeskillt, weil ich erstmal Level 9 sein musste. Was hätte man denn noch? Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, das ist schon... Das ist es, glaube ich, schon, ne? Irgendwas... Genau, Schloss knacken könnte ich auch dann machen. Abrissexperte. Mehr Wumms. Sprengstoffe verursachen 25% mehr Schaden. Jö. Was haben wir da noch alles? Barababam. Scharfschütze. Konnten ist alles in Kontrolle. Okay. Durch die Deckung. Deckung blockieren, Körperteile und so weiter. Nein, ich glaube, da bin ich da oben schon richtig. So. Ich hoffe es mal. Wenn nicht, sorry. Aber Gewehrschütze dürfte schon passen. Mit nicht automatischen Gewehren. Also das ist nur die Gewehren. Kann man da nicht auf allgemeine Waffen? Fü. Das ist gemein. Präzision, Waffenpräzision. Ja, dann wird schon passen mit Gewehr, ne? 40% mehr Schaden, weil ich brauche das eigentlich irgendwie, ne? Weil das hier Aufmerksamkeit, kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen. Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziels mit im VATS ansehen. Schlossknacken ist klar, Abrissexperte, das ist halt eben die Sprengschichteln. Nachtmensch, du bist eine Kreatur der Nacht, nicht wirklich. Zwischen 8, ne, okay, eigentlich schon. Wenn ich jetzt das mitten aufnehmen soll mit, ja. Zwischen 18 und 6 Uhr erhältst du plus 2 Intelligenz und Wahrnehmung. Boah, ha? Oh. Was? Refraktor. Du reflektierst ja wie ein Spiegel. Du erhältst sofort plus 10 Energieresistenz. Aha. Und das haben wir hier. Scharfschütze. Konzentration ist alles. Du hast mehr Kontrolle und kannst beim Ziel mit Zielfernrohren deinen Arm länger anhalten. Genau. Ah, das geht dir noch alles nicht. Mhm. Hm, Körper deinen Feindes. Ja, ja. Na, dann ist das schon mit dem Gewehr. Dann dürfte das mit dem Gewehrlilein schon stimmen tun. Also, dann bitte. Kriegst du? Bitte sehr. Dann macht's mehr Boom. Für uns halt. Der nächste Punkt wäre... Hat das hingehauen? Ich hoffe. So. Mit Gewehren, ja. Da bin ich hier schon mal richtig falsch, ne? Wobei, ein Momentchen zählt. Ich meine, das wird nicht als Gewehr zählen, denke ich mal, ne? Da hätten wir halt. Zählt das wirklich als Gewehr?
Institutgewehr. Lasergewehr? Es ist ein Gewehr eigentlich, ne? Theoretisch müsste das ja wirklich mehr Damage machen jetzt, ne? 36 Schaden. Gegen unsere Pistole. Wo ist sie denn? Pistoli? 18 nur. Ja, Schande, ne? Die Schrotflinte. Ja, da ist halt wirklich 23 nur. Na, da muss ich echt sagen, die ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang für uns. Also, wo war die jetzt? Nein, da ist sie. Die ist echt nicht schlecht. Warte, ich platziere die mal dahin. So. Hier müssen wir die aufwerten, aber wie gesagt, ich kann ja jetzt noch nicht. Ich darf ja nur... Boah, das ist ein Gerät, ne? Ich darf ja nur dahin gehen. Tja, wir müssen jetzt... Ich muss jetzt halt mal schauen, huch, dass ich jetzt unser Ziel da erreiche. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden unterwegs ein paar Blümchen und ein paar fiese Gegner, die ich hoffentlich auch mal umbringen kann, damit wir Erfahrungspunkte kriegen. Ja? Ist ja supi. So. Boah, ich muss sagen, mir ist gerade voll warm. Ich bin gerade am Schwitzen wie so ein Schweinsbraten im Rohr, ne? Es ist echt warm gerade, muss ich sagen. Und es geht kein Lüftchen. Was mich auch nicht wundern sollte, denn die Fenster sind zu. Die Fenster sind zu. So. Deutsch, ne? Kennt's mich ja schon. Und, oh. Das ist... Das schaut fast wie eine Behausung aus, oder? Boah, nicht, dass da irgendein Viech rauskommt, ne? Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich habe bewusst die Fenster zu, weil ansonsten würden diese gefräßigen Biester von Mücken und Gelsen einfach mal frisch, fröhlich durchs Fenster schwirren und mit ihren frisch gewetzten Besteck auf mich losgehen. So ein leckerer Happen eines Albino-Äffchens, was ich ja bin, oder besser gesagt mich selbst so bezeichne, das ja muntert scheinbar so manchem Getier. Ja, wie ich heuer schon unschwer erkennen musste. Es ist halt echt toll, wenn du in der Früh aufstehst, ne? Und du schaust in den Spiegel und dann merkst du mal, oh, schön. Da hat sich jemand an mir gelabt. Und nein, es war nicht mein Freund. Der hinterlässt nicht solche Spuren. Alter. Oh, da ist ein Rehlein. Zwei Rehleins. Drei Rehleins. Boah, mit Hirsch. Ist das ein Kitz? Boah, na, die mache ich nicht kaputt. Will ich nicht. Bin ich eigentlich richtig noch? Naja, richtig. Richtig falsch. Ich tue euch schon nichts. Ich schaue nur gefährlich aus. Ja, ich weiß, ich trage zu viel mit mir rum. Das ist halt lästig, ne? Aber ich freue mich schon auf das Level... Was? Hör auf. Auf das Level 15 sein. Ich bin Freund. Ich tue dir nichts. Lass mich in Frieden. Alter. Lass mich in Frieden. Ja, ja, ist schon gut. Ich gehe nur da vorbei. Ich will da drüben über die... Sag mal, geht der direkt auf mir zu? Hau ab! Ernsthaft jetzt? Alter! Ernsthaft? Piper? Hör auf! Alter, vor den Viechern habe ich echt Angst. Hört's auf da jetzt? Wo bist Die du? Hauen eh schon ab. Piper kommt bei Fuß. So, ist jetzt da... Wo ist jetzt diese blöde... Brücke? Warte, das war hier irgendwo mit... Da, glaube ich. Ja, bei Fuß jetzt, Piper. Komm her. Alter Schwede, ne? Diese Hirschkühe da, ne? Die sind ja auch übel. So, bin jetzt da mal richtig? Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Ich darf... Ja, da ist die Brücke. Geradeaus. Also so ziemlich. Also den Weg halt entlang. Also die Schienen. Ja. Ich hoffe, dass die... Ich bilde mir ein, die hatten schon eine Werkbank. Ich will nur ein bisschen was ablegen. Ich kann sie dann wiederholen. Beziehungsweise gibt es dann ja auch die Möglichkeit, ein bisschen später, dass wir die ganzen Werkstätten so miteinander verbinden können.
Grey Garden. Aha, auch schön. Wah. Mr. Handy. Och, nee. Ich will aber nicht. Das heißt, da drüben sind gleich drei von denen. Moment. Oh, warte mal. Ich speichere mal kurz. Jetzt ist die Frage, das schaut eher aus hier wie so ein Bauernhof, ne? Jetzt ist die Frage, ob das Freund oder Feind sind. Ich schaue mal kurz nach. Ich habe eh gespeichert. So. Bitte seid Freunde. Vielleicht können wir nämlich hier ein bisschen Handel treiben. Dann können wir vielleicht ein bisschen früher gehen. Also laufen. Hallo. Also doch, die können das doch machen. Cotsworth könnte wirklich Farmer sein. Schau mal, wie der das macht. Das sind Cotsworth-Modelle. Bei mir wollte er einfach nur nicht. Das ist halt nicht seins, ne? Lebt hier jemand? Hallo? Also ein menschliches Wesen? Boah, cool. Schaut mal. Ein volles, also ein total funktionstüchtiges Glashaus. Oh. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Hallo. Das ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Ah, okay. Kann ich bei dir bitte handeln? Wenn es möglich wäre dann. Keine Menschen. Dieser Ort wirkt vertraut. Ihr braucht Menschen. Das ist raffiniert. Der Ort wirkt vertraut? Naja, für mich persönlich schon. Ich habe ja mal in einer Gärtnerei gearbeitet, ne? Keine Menschen, Freizeit. Oh, fragen wir blöd nach. Keinen einzigen Menschen? Tja, der Laden ist so sauber, dass er schon fast unheimlich ist. Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Aha. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Grey. Okay. Und was ist mit ihm passiert? Ja, wahrscheinlich wird er schon verstorben sein, ne? Fürchte ich mal. Ich erinnere mich an ihn. Grey? Fuck. Echt? Das Genie hat recht. Er war verrückt. Grey? Ich weiß es nicht mehr. Sind wir dem begegnet? Ist wurscht, ich frag blöd nach. Was ist aus Dr. Grey geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Mhm. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Du bist wirklich was Besonderes. Individuelle Persönlichkeiten, sarkastisch. Ist nichts Besonderes. Ziemlich einzigartig. Boah, wie frech, ne? Ziemlich einzigartig. Ja. Einzigartig trifft es wohl. Ist nur schwer zu übersehen. Ich nehme das mal als Kompliment, Liebling. Hm. Schließlich will eine Frau ja alles andere als gewöhnlich sein. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Oh. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Das Wasser? Nichts Besonderes. Es ist fruchtbar. Ist schon gut. Hm. Fruchtbar, habe ich gelesen. Furchtbar ist es. Entschuldigung. Es ist fruchtbar, genau. Fruchtbares Wasser. Das ist super. Ja, schön. Alter Schwede. Ja, das Wasser. Das Wasser? Es ist schrecklich. Das ist es. Einfach schrecklich. Hm. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber
Könntest du uns vielleicht helfen? Womit? Belohnung? Nicht jetzt. Zustimmen. Belohnung? Können wir blöd nachfragen, oder? Was springt für mich raus? Vertrau mir. Du wirst fürstlich entlohnt. Fürstlich. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Aha. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Das ist aber nett. Nur handeln oder so. Aufseher White. Hast du dich schon um unser kleines Wasserproblem gekümmert? Okay. Wassermarsch. Ich suche da den Kerl zum Handeln. Machst du das nicht? Ein guter Währung für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Ja, schon gut. Und du, Mr. Handy? Nein, das ist wieder die Aufseherin. Ich suche den anderen Kerl, Handel und so. Du bist jetzt nur im Kreis gefahren, ne? Ja. Das war jetzt Mr. Handy. Mr. Handy, ja. Du schaust nicht aus wie ein Handy. Vielleicht steht er draußen irgendwo. Das wäre mir jetzt echt lieb. Ich möchte nämlich ein bisschen was loswerden. Endlich mal. Da waren auch viele Mr. Handys nochmal. Ja, Mr. Handy. Bist du auch ein Mr. Handy? Nein, Green. Neugarten ist der Preis immer heiß. Sollte jawohl. Einen Deal machen? Bitte. Spielshow-Moderator. Was steht zum Verkauf? Kein Interesse. Handeln, bitte. Ja, fragen, können wir ja ein bisschen Smalltalk machen. Was hast du vorrätig? Wenn du jetzt zugreifst, kannst du dir einen dieser großartigen Preise sichern. Sämtliche Waffen und Munition, die du tragen kannst. Außerdem medizinische und allgemeine Vorräte. Ein wahres Eldorado. Der hat wirklich eine Spielshow-Stimme. Ja, passt. Gehen wir handeln. Phew, eleganter Hut. Vielleicht passt's mal. Aber, genau, Inventar. So, ich möchte gern Waffen loswerden. Ja, ich weiß, die sollte ich eigentlich nicht verkaufen, ne? Jo, warte mal. Rechtmäßige Herrschaft. Was hätte man denn noch Schönes? Kleidung wäre vielleicht besser. Oder? Schrott? Schrott vielleicht. Eh nur ein bisschen was. Wir haben eigentlich recht, recht viel Zeugs gelagert. Ich will ehrlich gesagt nur nichts verkaufen, was irgendwie Kupfer enthalten würde. Scheibenkleister. Ich gehe aufs Gewicht. Ich schaue mal beim Gewicht. Halt, da war was mit 2. Aha, das ist hier Schleder. Boah, wie fies. Was hätte man denn noch? Ja. Jetzt bin ich wieder zu geizig, dass ich da was weggebe, oder was? Alter, so geht das nicht. Also, wir können das Zahnrad hergeben. Da ist zu viel Zeugs dabei. Kupfer, kommt auf keinen Fall weg. Sturmfeuerzeug, Stift von mir aus. Da die Plastikrakete von mir aus. Der Außerirdische kann auch. Da haben wir Stahl drin, das ist Silber. Kupfer ist drin, Stahl, Glas. Ja, von mir aus. Ja, okay, Blödsinn. Das hat kaum Gewicht, ne? Das können wir wieder zurück tun. Zurück. Mist, verdammter. Schaltkreise, Leder, Plastik, Glas. Das wäre... Es hat halt viele... Boah, ist das fies. Kristall, Knochen, rechte Hand. Knochen, jawohl. Kleber, Keramik, Holz, Stahl. Naja, das Holzgeschichtel. Okay, das hat kein Gewicht. Flansch. 2 Stahl. Ich würde das echt gern zerstören, ehrlich gesagt.
Aber ich muss da, ich darf echt nicht. Ja, von mir aus. Ich mache sicher was verkehrt, ich weiß. Aber wir finden eh wieder genug Müll. Hundertprozentig findet man genügend Müll. Da brauche ich gar nicht traurig sein. So, dann hauen wir von mir aus. Wo war denn das Zeug? Der Löscher kommt auch weg. Ich hoffe, das passt. Tun wir mal auf Annehmen. Handel bestätigen. Ich hoffe. Komm schon, du. Ich nehme dir was ab, bevor du. Ich, Inventar und so. Boah, das war eh gar nichts. Noch zusammenbringen. Entschuldigung, nochmal. Mein Name und Handel steht auf dem Programm. Ja. Hier ist Feilschen im Garten. Ja, dann komm. Also nochmal handeln. Mein Inventar, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als auch ein bisschen Kleidung abzuschmeißen, sag ich mal. Was haben wir denn an gewichtigem Zeugs? Okay, das alles habe ich an. Puh, ne? Schrott, Munition, da bleibt ja eigentlich nur Waffen. Ich meine, ist eh wurscht, oder? Wenn ich jetzt da so ein paar Pistolen weghau, das wird jetzt wohl nicht die Welt sein. Also kein Weltuntergang sein, so muss ich sagen. Boah, da habe ich gleich 13 Stück. Bin ich betrunken, oder was? Alter. Ich tue mal 10 weg, würde ich sagen. Na du? So. Ja, ich würde mal meinen, das passt auch schon. Okay. Also ich hoffe mal, dass es passt. Wow, 1500 Dinger haben auch schon, also Kronkorken. Und wie schaut's aus? Kann ich schon wieder schnell reisen? Ich bin entzückt. Boah, das war echt schwer. Also, die Teile hier, ne, waren schwer. Fein, juhu, ich kann laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen. Somit boarten wir uns sofort nach Hause. Wir können uns dann eh gleich wieder hierher porten. Und dann können wir hierher latschen eigentlich. Aber ich weiß gerade noch nicht, ob wir das auch wirklich so machen tun. Auf jeden Fall mal zurück nach Hause. Da, 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 da. So. Hü-hot. Ab nach Hause. Da schmeißen wir wieder alles in unsere Werkbank. Das Tolle ist, juhu, das ist auch so ein schöner Tipp. Ich brauche nichts zerlegen, gar nichts. Ich bin nur ab und zu zerleggierig, sage ich mal. Weil da stand mal so ein Tipp, ne? Wenn man was zerlegt, kann man mehr schleppen. Und da hatte ich halt ab und zu gedacht, vielleicht geht's ja irgendwie. Aber dem ist nicht so. Alles nehmen, gesamten Schrott lagern bitte. So, dann tun wir auch hier, weil hier geht es auch. Hier können wir das auch wunderbarst verwalten. So. Das Gewehrl kommt auch weg. Der kommt auch weg. Ich weiß nicht. Die Leuchtpistole, Leuchtfackel, hat eh nur zwei Gewicht. Ich belasse es mal. Rechtmäßige Herrschaft. Verdoppelt. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Jesus, na, was rechtmäßige Herrschaft. Bist du ein Gewehr, ne? Boah, das wäre aber besser, wenn ich das, die Waffe da behalte. Die würde mir gar nicht so schlecht gefallen. Da tun wir auch mal automatische Dingenspistole. Die haue ich mal alle rein. Gegen mehr Schaden gegen Ghule. Ja, aber die hat sowieso kaum. Ich könnte aber mal schauen, ob ich sie aufwerten könnte, ne? Institutgewehr. Aber da haben wir eh die Herrschaft. Das ist ja eigentlich auch so eine Art Gewehr, würde ich mal meinen, ne? Hoffe ich halt. Also kommst du weg. Die doppelläufige Schrot. Ich werde die derweil, denke ich. Puh. Nein. Weißt was, die behalte ich, obwohl sie wirklich Gewicht hat. Revolvergewehr. 33 Schaden, 63 Schaden. Ich habe die halt schon so hoch, ne? 63 Damage, wollte ich schon sagen. Damage-Schaden. Schaden ist schon gut. Mist. Ich würde sagen, der kommt auch mal weg. Schlagstock, da habe ich 10 Stück. Alter Schwede. Die Pistole hat auch nur 18 Damage momentan.
Wäre aber auch taktisch recht schlau, wenn ich sie abwerfen würde, denke ich mal. Den Big Jim. Werde ich auch mal ablegen, den brauche ich dabei nicht. Die Herrschaft gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den Munitionen her habe ich gerade eh nicht so viel. Ne? Da ich nicht so viel Munitionen habe, tue ich mal das weg und ich belasse die drei Waffen. Vier zusammen mit der. Plus Machete. Ich hoffe, das passt. Fein, dann gehen wir gleich zur nächsten Kategorie, sage ich mal. Einfach mal diese Geschichten da weg. Ich möchte mal schauen, ob ich statt der Lederkombi nicht auch was anderes noch nutzen kann. Kann, soll, darf. Da müsste ich jetzt hier, ne? Kann man hier? Ja, da kann man auch umschalten. Juhu, das ist supi. Ein Entdecker-Outfit, Flanellhemd und Jeans. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wird mir schon recht gut gefallen. Ein Kleid wäre ja auch cool, oder? So ein Kleid und dann so diese ganzen Rüstungsteile noch dazu. Das wäre sicher nicht so schlecht. So, Gunnar-Geschichten, Hundehalsband. Lederkombi haben wir 21, wenn du denkst, ne? Leichte Kleidung. Ja, die hat halt keinen Schutz, ne? Puh. Puh. Modische Brille. Blunter und... Also, ja. Passt schon. Blunter und Hose. Raider-Leder. Aha, das wäre sogar besser, glaube ich, als das, was ich da habe. Ich denke mal, das Raider-Leder wird so eben wie unser Dingens sein, ne? Also, die Kombi. Nur stärker halt, ne? Sauberer blauer Anzug, ja, das bietet halt alles wirklich keinen Schutz, ne? Schwarze Weste und Hose. Ei, Karamba, Sportbekleidung. T-Shirt und Hose, wäre sicher auch nicht schlecht. Unterhemd und Jeans. Voltanzug neu. Das ist, glaube ich, wieder so ein Gesamtdingens, ne? Winterjacke und Jeans. Jo, ne? Scheibenkleister, was mache ich denn? Ich werde einfach mal, weißt was, ich nehme da einfach mal irgendwas, was mir vielleicht zusagt. Nur einen kurzen Dingens. Zwei Schutz würde das bieten. Würde sogar zwei Schutz verlieren, ne? Das ist aber auch gemein. Das ist echt fies. Totenkopf-Halstuch, kann ich das anziehen? Wäre das so eine Art Kopfbekleidung vielleicht? Laborkittel, was haben wir da? Winterjacke und Jeans. Ich nehme die einfach mal mit, vielleicht würde sowas ja funktionieren, ne? Statt das, oh. Achso, jetzt habe ich es wieder reingeschmissen, ne? Super! Das habe ich wieder super hinbekommen. Echt, ich kann mir nur gratulieren. Also als, ja, anziehen darf ich es noch nicht, ne? Warte mal. Gibt es denn noch was vielleicht eventuell Hübsches? Sportbekleidung. Zum Anschauen können wir es ja mal machen. Ich tue schon wieder Zeit vertrödeln, ich weiß. Pfui und schäm dich. So eine hübsche, wie soll ich sagen, Gesichtsbekleidung. Scheint sie auch nicht wirklich zu geben, ne? Modische Sonnenbrille. Barett. Na, nicht wirklich, ne? So, was haben wir da? Naja. Ein gelber Filzhut. Dreiteiler. Ach, ich lasse das, glaube ich, mal, wie es so ist. Ich probiere es einfach mal an. Zurück. Und ab ins Inventar. Mit der Kleidung. Ich bin jetzt gerade ein bisschen leicht bekleidet, ich weiß. Warte, hat das hingehauen? Die Jacke? Ach komm, das geht auch nicht. Das geht echt nur mit dieser blöden Lederkombi. Dann geht das halt nur mit der Lederkombi. Schade. Ja, seht schon, leicht bekleidet, ne? Oder? Halt, das war verkehrt. So wollte ich das... Nein.
Die Sonne geht unter, die Irren kommen raus. Ja, es tut mir leid. Ich ziehe mir ja schon was an. Ich habe sie nur wollen probieren. Ob es hinhaut, in der Geschichte scheinbar nicht. Flanellhemd und Jeans, vielleicht sowas. Vielleicht geht ja. Ich muss das. So. Probiere ich das noch aus? Ah? Oder? Hm? Ich glaube, das hat hin. Hat's hingehauen? Ich glaube. Weil Sportbekleidung ist so, nicht das. Hoppala. So, so, so. Alles an. Plus Flanellhemd und Jeans. Schauen wir gleich mal. Oh, schau. Schaut dir gar nicht so hässlich aus, oder? Mir gefällt's. Passt. Mal neue Fetzen anziehen, ne? Ist sicher nicht verkehrt. Die alten müssen sowieso mal gewaschen werden. Passt. Ah ja, das rechte Bein. Das tue ich da drüben rein, derweil einmal. Pass auf mich auf, Schätzchen. Jo. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebe. So. Achso, die kaputten Gegenstände, ne? Man soll den Fusionskern rausnehmen, hat mir auch gesagt. Weil sonst wird nämlich bei einem Angriff benutzen die Leute einfach mal so ganz frech diese Sachen. Also die Bauerrüstung, ne? Und nee, das, also wirklich. So gute Freunde sind wir nicht. So, jetzt ist die Frage, wo das jetzt untergeordnet. Ah, da. Die Kerne. Achso, die haben sowieso kein Gewicht. Und dann perfekt. Die Zellen auch natürlich nicht. Sehr schön. Dann können wir das hier alles wunderprächtigst gleich im Inventar lassen. So, ein kurzer Blick auf unser stolzes, leeres Inventar mit nur 90 Geschichten statt bald 300 gefühlsmäßig. Warte, hey, hier. Hast du Mentats für mich? Wollen wir sehen, wohin uns das dritte Auge dieses Mal führt? Später. Hier bitte Schluss mit Camps. Ja, ich würde auch gerne sagen, Schluss damit. Ich würde dir auch gerne was anderes zum Anziehen geben, weil wenn jetzt dann die Leute bei uns mal einbrechen, sage ich mal, und es ist zu früh. Ach, wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Wer weiß. Ach, komm. Vielleicht, später. Vielleicht später. Kann ich das skippen? Nein, doch. Ich lasse das lieber mal. Na gut, wir sind jetzt wieder. Ah, die Piper habe ich vergessen. Hey, noch schnell. Schieß los. Handel. Ich habe ja was, was du brauchen kannst. Ja, alles. Ich nehme alles. Verflixt, auf ihr habe ich komplett vergessen. Supi. Da sind wieder ein Haufen Waffen. Weg, weg. Kreuzschlüssel, das wird echt wieder super gemacht. Echt supi. Da kommen auch drei weg. So, dann nächste Kategorie. Weg damit. Weg, 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 weg. Du auch. Und ist wieder gut. Dann, na, abbrechen. Nächste. Diverses Schrott. Gesamten Schrott lagern, bitte. Passt. Müssten wir jetzt wieder. Müsste wieder gut sein. So, Gott sei Dank. Schnell speichern. Und dann müssen wir eh schon wieder aufhören. Ich habe es wunderbar geschafft, den Part schön zu verdrödeln. Ja. Wieder einmal. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Ja, dir auch. Einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und es wird ja wirklich Abend. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!